Da geht es noch weiter. Auge im Auge mit dem Sturm. Aber da steht doch die Karte studieren, oder? Aber welche Karte? Da ist keine Karte. Sollst du die Karte studieren? Du wirst deine Spur nicht verlieren. Oh, jetzt leuchtet! Hallo! Oh. Wer leuchtet? Ah. Ja, da! Die Geschichte geht weiter. Beim Masten sollst du die Karte studieren, oder? Ich hab oben die Aussichtspunkte geschaut. An unter den eingesperrten Überresten des meuternden Piraten gen Westen hat deine Suche ein Ende. Nimm in 6 Schritten gen Norden die Schaufel in die Hände. Unter den eingesperrten Also meuterte Piraten im Westen vorher. Oh Scheiße. Ah! Hä? Wo habt denn ihr gelesen? Ich bin bei der Mission. Ach so, ich humpel jetzt da, du kannst wirklich was. Ja, wenn es hoch runterfällt, dann. Ich humpel auch. So, da ist das Skelett mit dem Fassel auf dem Weg. Oi. Aber ich humpel, ich komm nicht weg. Hilfe! Ich hab Kombination zum Schissen. Ja, sollst du auch nicht. Du kannst eh nicht schissen. Ich mag den Lot. Steffi, die Regel ist, du schirrst nicht auf ein Fassel, wenn andere in der Nähe sind. Nein, weiß ich selber. Hä? Du wolltest doch gerade auf mich schießen. Du wolltest gerade schießen. Ich würde nur sagen, dass ich. Just aber warum hast du dann gesagt, du hast keine Munition? Warum, Brenny? Ich hab nicht geschossen. Ich war Schatzdrück von dir. Der Maxi hat geschossen. Ja, aber du warst nicht bei mir, oder? Aber ich hab brennt. Naja, anscheinend schon, wenn es jetzt brennt, oder? Ja, aber bei mir war dein Name nicht da, Sonja, du warst nicht bei mir. Doch. Ah, der Max ist doch frickt ja nicht, das hab ich auch schon gemerkt. Nee, bei mir ist der Name nicht da gewesen von der Sonja, er war unsichtbar. Ja, aber du siehst ja, wenn der Spieler da ist, der Name da ist oder nicht. Nee, ich hab die Sonja nicht gesehen. Dann hab ich nach ihrem Namen Ausschau gehalten, ob er in der Nähe ist. Also, ich hab dich gesehen. Ich hab dich gesehen, Maxi. Mir geht's danach. Wieder zweimal gesprengt gestern. Ja. Dann hat er gesagt, oh, der Felsen war im Weg. Ja, klar. Ja, genau. Na. Mhm. So, Konzentration. Ich habe hier gar keine mehr. Weil An ich hier unter werde, den eingesperrten ich... Überresten. Eingesperrte Überreste des meuternden Piraten. Weil irgendein Skelett oder was sein? Gehen Westen. Also im Westen. Und dort dann 6 Schritte im Norden. Ich hab da eine Truhe gefunden, nämlich hier schnell zum Schiff. Ja. Wo ist im Westen? Kompass. Ah ja, genau. Wir haben einen Kompass, das ist richtig. Ich bin ein sehr guter Pirat. Hier ist Westen in die Richtung. Westen. Da muss irgendwo ein. Eingesperrte Überreste. Was Huhn? Kisten looten? Keine Schiffe. Keine Schiffe in der Nähe. West. Ah, da oben. Hier ist wer eingesperrt. Wir legen jetzt eigentlich was weg. Wollen die Früchte in den Weg legen, die wir so aufgesammelt haben? X, Steffi, X. Hier ist wer. Sonja. Ja, ich schau mich um, ich da ja looten auch gleich. Kisten nicht weglegen, so sondern wegwerfen. Kisten! Da müsste es sein. Da sind ganz viele Planken. Munitionskiste, falls wir brauchen. Ah, da ist auch noch was drin. Ohne, Kanone. Da ist noch, ja gut, eine Planke ist da noch drin. Außenposten Dagger Tooth 1, bis 5 2, Uhr am 22. 3, 4, 5, 6. Einmal Kisten Kanonkugeln. Hä? Müssen wir das machen? Ja, also kannst. Bäh. Ich weiß, du kannst machen, ja. Ich hab's! Oh, heute treffen wir schon.
Oh, schöne Kiste. Oh, die ist hier fein geworden. Oh. Das war. Ich hör was. Skelette. Kameraden, beschützt uns. Steffi ist schon abgezogen. Hey, kann die öffnen? Ich hab's geöffnet. Ah, Gold. Das ist so eine. Die ist praktisch. Gebeine des Teufels. Oha, was ist das? Was ist das? Gebeine des Teufels. Ja. Sonst legst du aber in die Kisten wieder. Weil die Kisten nimmst du immer mit, die kannst du verkaufen. Mhm. Und wenn es so Schädel und das hast, da kannst du drei Sachen reinlegen. Dann kannst du verkaufen wirklich drei mitnehmen. Lauf! 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 Ah! Die sind voll scheiße. Ins Wasser. Ins Wasser. Geronimo! Genau so. Oha. Welche Phantome hier? Sehr gut. Ja, cool. Oh, die lassen immer Gold fallen, gell? Ja. Maxi, hast du die Kiste schon? Ja, man kann die Kiste, wenn du sie in der Hand hast, einfach mit Linksklick öffnen. Ja. Das ist eine Munitionskiste von mir aus. Mhm. Oha, meinst du, das die Bomber jetzt gleich runterschießen, da die Fledermeister? Das war jetzt schräg, Alter. Ja. Ich bin aufs Schiff gegangen und auf einmal war hier voll die komische Musik so. Oh. Ja, unter Wasser ist eine Sirene, hab ich schon gesehen. Die muss bei uns du an der Nähe sein. Ja cool, dann haben wir das Rätsel da erledigt. Dann haben wir das. Scheiße. Und jetzt zu der Vulkaninsel. Kacke, wieder nicht. Das ist voll witzig mit dem, wenn die wir anschaut. Schau mal her zu mir, Sonja. Ja. Siehst du da das Blinzen? Ja, ja. Vom Fernrohr? Ja. Ja. Voll witzig, das siehst du mal, wenn die wir anschaut. Okay, ich treffe die Vögel nicht, aber ich glaube, das geht auch nicht. Nein, hab's auch probiert, die Fledermeister wische ich auch nicht. Selbst wenn, ich treffe sie halt einfach nicht. Also ich hab die Fledermaus getroffen, aber die Kugel kann noch durchfangen. Ja, ich denke auch, dass ich treffe, aber anscheinend nicht. Ja, du kannst sie einfach nicht runterschießen. Sirene, Schnauze. Das ist wahrscheinlich so eine Statue unter Wasser wieder. Ja. Will ich das? Okay, Ashen Reaches. Oha, hä? Ich hab eigentlich einen gratis Skin bekommen. Genau gerade aus. Ja, die hab ich auch gekriegt. Ich weiß aber nicht woher. Das ist eine Armbrust. Das ist eine Armbrust. Ja. Ja. Hoppla. Habt ihr nicht gekriegt, die Armbrust? Schau mal, Chef, Sonja. Hm? Ja. Max und die haben so eine Armbrust gekriegt. Ich weiß nicht woher. Wo irgendwas sei, was wir gemacht haben. Mag auch mal schon. Skin, wo da hinten, glaube ich, gell? Beim Arsenal. Arsenal, ja. Für was ist das? Statt? Scharfschützengewehr. Scharfschützen. Achso, nein, hab ich nicht. Aber ich nehme das Scharfschützen nie, ehrlich gesagt. Ja, ich schon. Ich nehme es eigentlich fest. Hühnerkeulen. Ja, Hühnerkeulen! Sonne ist schon fertig. Ich glaube noch nicht. Wo müssen wir jetzt lang? Ich schau mal, vielleicht liegt der nur was am Weg. Ja. Haben wir noch eine Mission? Wir haben da so eine Insel. Ich zeig dir die einmal. Ein Geist. Ah ja, voll. Ah, da sind die Tiere. Ich merke mal, das immer einfach so, wie es ausschaut, ähnlich. Oder was haben wir da noch? Na? Ah, die Kiste mit den Kanonenkugeln. Ich habe einen mega langen Titel. Müssen wir zum Außenposten Daggertooth. Bis 5 Uhr am 22.
Ja, aber wir müssen jetzt doch die Kugeln. Achso, aber doch, das ist die, was wir da oben haben. Na, am Decker Tuf holen wir es ab. Ja. Und da steht dann drauf, wo wir es hinbringen müssen. Ah, okay, aber ich dachte, das ist die, was wir da gefunden haben. Nein. Das ist ein Abholschein. Okay, das Trirock, das ist nicht am Weg. Nein, sonst haben wir nichts. Aber wir können ja bei den Inseln beim Vorbeifahren schauen, ob wir drauf was sehen. Weil die Schätze und so, die können auch so einfach rumliegen. Mhm. Oder wenn besondere Gegner drauf sind. Achso, warte mal. Marauders Arch. Maradauras Arch. Müsste da Insel du sein, ja. Wo ist denn der Knoch, der Fuß? Ach so, der Knoch, der ist nicht fertig, der Händelfuß, glaube ich. Warum war der gerade so braun? Warum sieht das so braun aus? Du musst ein bisschen warten. Ja, aber das sieht einfach genauso braun aus wie meine Hand. Na? Na, ist auch nicht am Weg. Na, dann na, fahren wir da hin, ja. Liegt da nicht für am Weg gerade. Ich brauche Essen. Was heißt, die Richtung stimmt sogar schon so halbwegs. Ja, eigentlich genau. Geradeaus einmal. Ja. Mhm. Muss ein bisschen an die Insel halt rummanövrieren und fertig. Ah, da ist Tree Rock Isle, Stefan. Was? Das ist gleich rechts von uns. Einfach Richtung Osten. Oh, ah ja, stimmt. Ah, stimmt, dann nehmen wir das, oder? Ja, vorher machen wir das vorher. Wenn es am Weg liegt, mehr oder weniger. Jetzt schaut es fertig aus, ja. Eins habe ich noch. Boah, jetzt kriege ich auch Hunger. Ich habe nichts genommen, ne? Ja, hier, Sonja, für dich, hier, da liegt eins drauf. Okay. Ja. Mei, das ist immer voll schön. Dann den Händen fast überreichen. Boah, der Anker dauert einfach so lange. Boah, ich habe jetzt so Gust auf Händel. Ich auch, mega. In echt jetzt, oder? Ja, Vollgas. Ich hab auch richtig Ich hab Bock. Direkt den Geschmack im Mund gerade. Ja. Das ist... Okay. Auch ewig keins mehr gegessen. War gut. Ja, was das ausmacht, gell? Naja, voll. Ja. Also, wo wollen wir jetzt hinfahren? Nach Osten. Ah, genau, nach Osten einfach, ja. Achso, also müssen wir uns ein bisschen drehen. Aber so eine kleine Mission. Ist das fertig? Ja, das geht schon. Oh, jetzt fertig. Ah, jetzt sind wir. Ja. Ja, danke. Ich hab kurz Essen gekriegt. Schatz. Riechst das, Maxi? Riechst das? Ja, ja, guck. Riechst das. Boah, Alter. Boah, Mann. Und weg. Ah, ich würde so gern essen. Ja, weg ist. Ah, ich hab abbissen. Schade, dass man wirklich nicht das essen kann. Er hat mir einfach nicht so. Steffi, ich hör die, aber ich hab grad zum Träumen. Jetzt sag halt was. Ja. Ja, du siehst das ja. Ja, nein, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was du da tust, Bruno. Na, was schaut's denn aus? Ja, ich keine Ahnung, was du da tust. Aber der Händelfuß ist bald fertig. Ja, warte. Ja. Okay. Oder du tust das dann in die Essenstruhe, dann kann er sich's rausholen. Ich werde es ihm in die Hände reichen. In die Hände reichen, genau. Also wie reich ist es mir in die Hände? Habe ich eigentlich hey, Maxi? Die, oder? Ja. Kannst du da abbeißen? Nee, ich kann's nur nehmen. Ich glaube, nehmen wir schade. Ja, nee. Ja, du machst einfach so abbeißen aus der Hand? Ja. Kannst du abbeißen? Achso, ja. Aha, jetzt ist weg. Zweimal boah, kann man abbeißen. Halt richtig gut. Vor allem das Herz ist ja so knusprig an. Ja, ich wollte gerade ja, sagen, so richtig mega. Knusprige Haut. So. Oh. Ja. Genau so. Ah, weiter das nach links müssen wir dann. Ja, also nach dem Felsen da. Ja. Ja. Was? Keine Ahnung. Der wir haben das Zeug, als im Lager steht, aber keine Ahnung, wann ja, das ist. Ja, was ist keine Ahnung, was auch. Nächstes Jahr wahrscheinlich. So schnell wie bei uns, als es geht.
Das ist die Insel dazwischen, die zwei Inseln müssen sein. Na, glaube ich nicht. Die da hinten ist. Oh, da müssen wir jetzt komplett. Ja, du musst ganz nach links. Da müssen wir jetzt ganz rüber dann, ja. Ja. Ich drehe schon mal alle Segel nach links. Weil so können wir auch besser nach links lenken. Ein bisschen von dem Händelfuß. Nee, nee, Maxi, so viel, je mehr Segel das ist, umso schwerer ist zum Lenken. Aber doch nicht, wenn ich in die Richtung von links lenke, oder? Ist egal. Ich glaube, da hinten. Aber je weiter vorne ein Segel ist und ich es nach links lenke, können wir auch besser nach links lenken, oder? Weil der vorher. Ja, aber sobald der Wind anders ist, muss das wieder weg dran, weil sonst. Ja, ja, aber sonst. Boah. Die Kotze hat gerade von deinen Händen abgeschnitten, sagst du. Ja, ja. So genau, so müsste es passen. Ja, Segel weg. Ah, bisschen rechts also wieder, bisschen rechts. Ja, bin dabei. Ich hab das ganz hinten komplett reingetan, das ganz hinten. So ist gut. Vor uns ist nur auf Felsen, und dem müsste es ja besser ausgehen. Geht sie aus? Ja. Da sind zwar Schiffe. Ja, kurz. Das sind die Inseln, ja. Ja. Schaut voll so aus. Außenposten oder ja. Türme oder irgendwie sowas. Wir haben ein bisschen Schräglage, hä? Oh, wow, okay. Ein bisschen, ja. Nimm jetzt den Fuß, Stefan. Wo denn? Ja, danke. Ich hab schon ein bisschen. Prost. Ich bin gekommen. Jetzt lässt auch viel Eschen mehr. Ist es die Insel rechts oder die kleine, oder? Ja, die schau jetzt nochmal. Müsste das eigentlich sein? Ja, rechts von uns ist dann. Mhm. Ja. Ja. Dann schaut schon mal wegen die Segel, gell? Die müssen dann schnell entzogen werden. Ja. Ja. Da sind nur Meilen zwischen uns und der Insel. Nein, ich sage ja dann. Nicht, dass dann keiner da ist, wenn's. Das mache ich schon mal auf Hälfte. Hä, hey, eben doch, die Insel ist größer. Ach so, wir sind jetzt auf unsere. Auf eine andere, genau. Auf eine unsere? Auf eine unsere. Ja, das ist das Free Rock. Ja. Free Rock. Ja, das war aber jetzt wild, wenn da jetzt dort. Vier Dinger von einer Vulkaninsel, die mal 10 Meter groß ist. Eine Vulkaninsel. So, schau mal, was müssen wir da nochmal machen? Achso, ich weiß doch nicht. Ich höre Musik. Ja. Was ist für eine Mission? Tita, oder? Ja, auf Tree Rock Isle. Ah, das sind zwei Skelette, ja. Hey, okay, ich finde die Mission gar nicht. Segel. Ich mach das eine Segel rein da hinten. Ah, ist es das? Okay. Ja, Wölchen. Ist oder irgendwie auf der Insel oder wer feiert? Noch 5 Skelette oben. Ja. Wow. Das sind da früh. Und Anker. Ja, okay. Sonja, alles okay. Ich bin da irgendwie stecken geblieben. Keine Ahnung. Sehr schön. Da sind schon die Skelettis. Ah, die können wir vom Schiff aus kurz legen. Ungefähr. Oh, er haut ab, er rennt weg. Mann, ich triff gar nichts. Wir haben. Gestern habe ich Maxi so Spezialskelette gehabt. Ja. Da haben wir. Das war eh auf der Insel. Ne, das war nicht auf der Insel. Nacht. Mhm. Und da waren die wie so Schottenschwarze. Oh. Die waren unverwundbar. Unheimlich. Und dann hat der Maxi die Idee gehabt mit der Laterne hinleuchten. Ja. Und dann haben wir es bekämpfen können. Die hast nur im Licht bekämpfen können. Ah, cool. Und wie machst du es, wenn du da bist? Warten, bis der Dorn bricht. Ja. Rechts, die Spezial. Die Captain. Mission, Alter. Juhu. Hinter dir. Ein Captain ist tot, den habe ich gemacht. Das Schwert ist so stark. Ja, wir haben ein bisschen Gefühl hat dafür. Dann. Der Sturmangriff ist gut. Weil ich habe nämlich jetzt einen ganzen Captain allein gemacht.
Nimm Hühnerfleisch mit. Was war das? Die Musik hört sich komisch an. Der Flüsterfleisch. Achso, das war der Kopf. Wir brauchen ein Hähnchen. Was ist für Hinrichtung, Maxe? Ein Scharfschützengewehr aus einem halben Meter das Händel weggejagt. Da ist noch ein Hühnchen. Ah, da mal Schädel wieder Kapitänsding rein, oder? Mhm. Jo. Wie werft man eigentlich Sachen weg? Kann man Sachen irgendwie wegwerfen? Ich weiß es bis heute nicht. Ich glaube nicht. Also du kannst es essen oder halt in die Truhe legen. Ah ja, so. Ich kann es ja auch einfach so, essen. So richtig wegwerfen kann ich es auch nicht. Aber so wurscht ist es halt. Aber also ich kann es ja auch einfach essen. Halt ja, stimmt. Mit X hinstellen. Ja, aber man kann es dann wirklich so die Banane wegschmeißen oder so ein bisschen. Ja, aber die kannst du ja auch einfach essen, dann bekommst du eh nichts. Oder in die Truhe dann irgendwie, aber... Ich würde sie in die Truhe tun, aber... Ja, aber unterwegs ist der Bild, weißt du, wenn du den letzten finden willst, musst du den anderen wegschmeißen. Okay, dann werden wir es. Oh oh. Da warst du unten drin. Ja, vom Regen wahrscheinlich vorher noch. Haben wir alle Schädel auf dem Schiff? Ja. Zwei sind da. Waren es nur zwei? Mhm. Okay. Ah, das ist ein bisschen wie gesagt. Ja, seit ich weiß, dass man sich dieses Regenerieren aufessen kann mit gekochten Sachen, will ich unbedingt gekochte Sachen dabei haben. Ja, das ist viel gut. Weiter rechts, Sonja? Ja, es ist da unten. Sonja, weißt du das eigentlich schon, dass man sich regenerieren kann mit Essen? Also so, ohne zu essen? Der Gießbüsch läuft unter dem Tisch da. Was? Was? Ja, bei der Lebensanzeige hast du diesen Totenkopf daneben noch. Mhm. Wenn du jetzt gekochte Sachen isst, wow, dann füllt sie dir auf. Aha. Und wenn du dann im Kampf Leben verlierst, dann laden sie dir Leben wieder auf und gehen dann aus dieser Kugel raus. Mhm. Ah, verstehe schon. So ein extra Leben-Ding. Also du regenerierst ohne zu essen. Ja. Und den kriegst du aber nur für gekochtes. Wenn du Stammfleisch isst, bist du immun gegen Gift, glaube ich. Manche Piraten also glauben, dass der Verzehr von Schlangenfleisch vor Gift schützt. Ja, manche Piraten glauben es. Nach Südosten. Südosten. Oha. Ah, da ist die Insel im Weg. Oha. Ja. Okay. Anker lichten. Ich höre in der Ferne was brüllen. Also so wie das raucht, Alter, wären wir schon alle an einer Rauchvergiftung gestorben, Alter. Na, wir haben Eckart doch. Doch, haben wir. Bei uns regnet es ja sogar einer. Ja, aber eigentlich müsste hier drin schon Rauch stehen. Na. Bitte so. Schon wieder okay. Was gebrüllt. Regel, was ist? Gas. Was Skelette sind dann? Ich höre Skelette. Richtig. Na ihr. Das war daneben. Na, beide erwischt. Schick jetzt einen Applaus von mir. Mhm. Was war das? Da was? Das ist gerade so komisch da. Was hat komisch getan? Was ist denn jetzt genau komisch? Aus, dann, ne? Ja, so, was? Genau sieht aus. Ja, erstmal. Mhm. Okay. Ah, da kommt schon vorhin. So, jetzt habe ja, ich genug Fleisch dabei. Wieder Obi. Aber ich finde die Armbrust eigentlich gerade voll cool, die ich da habe. Die ist witzig, ja. Ja, Steffi, das was du hast, das wollte ich auch mal anziehen, aber ich hab's noch nicht. Ja, ist gut.
Aber dann habe ich mich für meinen Mantel umentschieden. Ausgelaufen. Was für Vertrag? Achso, der. Ich glaube, das ist mit der Zeit. Fahren wir jetzt auf die Ascheinsel, oder? Ja. Die ist wo? Unten. Wo mal ich hinfahren? Ah, da. Müssen wir ein bisschen befreien. Bisschen auch Steuerbord. Ja. Ja, doch, die Segel sehe ich jetzt gerade nicht. Ja. Auf der Karte sieht aus, als wirst du voll in einer Insel krachen. Bin ja fast, ja. Na, gefasst, gell, was redet's hier? Naja, auf der Karte sieht aus, als wäre er schon fast in der Insel drin. Ja, so jetzt. So geradeaus jetzt. Ja. Da ist jetzt sehr länger nichts im Weg, oder? Na. Weil, ich trau mich da nie weit vom Steier weg, gehen muss ich ehrlich sagen. Pfui, gell. Ich würde jetzt einmal auf den Mossen rausschauen, so mal dumm, ob wir andere Spiele oder was sind. Und dann denke ich mir, nein, lieber nicht, weil dann ja, warte, ich oben was. Euer Speer geht an. Wieder nicht rechtzeitig herum zum Lenken. Ja. Ich geh schon hoch. Euer Speer geht hoch. Ich meine, wie gesagt, Galeone angreifen. Werden die meisten eh nicht, wenn es nicht selber. Ja, außer sie sehen halt, dass es nur zwei Spieler sind. Ja, aber sie sehen gewiss an vier. Hey, was ist das da links? Stefan. Wo? Wo? Es war so große Monster in einem Schutzschild. Ah, okay. Wo? Die Krabbendinger, da sind das. Links? Die Hex, die kann ab und zu so ein Schutzschild machen. Ich caste da irgend so einen Scheiß auf die. Links. Ich sehe halt gar nichts. Ist ja schon vorbei. Optik. Ah, du meinst auf der Insel da? Ich lade mir alle Kanonen gleich. Okay. Links, da sieht man in der Ferne einen Vulkan ausbrechen. Oh, oh. Ich komm runter. Ich komm runter. Ein Hai. Hai, Hai, Hai. Wir kennen ein bisschen. Oh! Bisschen Steuerbord dann dran. Steuerbord ist ein Hai. Ich hab ihn nicht getroffen. Das ist Backbord. Stimmt. Das stimmt. Boah, jetzt ist der Hai rechts. Oh Mann, der ist viel zu schnell. Ja, der Scheiße. Ist grad mega schnell. Alter, was ist mit dem los? Mann, ich hab keine Kugeln dabei. Unser Hund hat Angst gefressen zu werden, wie arm. Hey Maxi, ja. Aber der quietscht nicht, ey. Ich mag ja Kugeln. Wo ist er? Wo ist er denn hin? Hä, wo ist er hin? Sitzt er bin hinten gesehen. Ich höre ihn aber noch, er muss irgendwo sein. Du hörst den, ich hör den gar nicht. Die Musik, da hinten ist er. Achso, die Musik hier. Na, ist schon weg. Er ist weg, ja. Solange die Musik da ist er noch. Und halt, wenn du halt sein Gebrüll hörst. Ich hab's, das ist nichts drin. Aber so ein Hai hat noch nie ein Problem gemacht. Noch rechts. Steuerbord. Steuerbord, genau. Ah, Steuerbord, okay. Ich wollte gerade Backbord sagen, okay. Ich meine natürlich, ja, stimmt. Ich verwechsel stark auf, ob uns. Naja, ich kenne mich halt gar nicht aus. Ich glaube, ich wollte einfach. Geht nur, geht nur. Richtung Süden. Noch. Einfach Süden. Ja. Ich sehe nur, wie man ab und zu unter der Fahne, unter dem Segel so bösen durch. Also auf der Karte sehe ich nichts bei mir. Aber ich sehe es vor mir. Ja, aber wir sind auf der Karte. Alter, was ist da so hell? Wo ist das? Wo ist was so hell? Boah, das Licht. Warum werden wir gerade so langsam? Du kannst nur weiter nach rechts. Wenn es geht.
Mir kommt gerade irgendwie vor, als werden wir gerade fast stehen bleiben. Ja, vielleicht sind die Segel, ich muss schauen, der Wind vielleicht. Ja, aber das ist ja gerade voll komisch. So ist gut. Ich komme mir vor, als würde ich halt wirklich stehen. Genauso geht's nicht. Oh, Vulkan bricht aus, links von uns. Ah, okay, weil es dann echt nicht einzeichnet auf der Dings. Ich weiß, darum sag ich ja, da musst du ein bisschen schauen wegen. Okay, der Vulkan, da waren wir gestern dran. Der Max und ich. Ja. Und der hat sogar unser Schiff einmal getroffen. Das war so nicht so witzig. Obwohl wir so weit weg sind. Dann Stefan rechts. Ja. Oh, da fliegt was auf uns zu. Na, das haben wir weit. Okay, wir fliegen so weit. Stefan, weißt du noch, wir haben auch gesagt, wir sind weit genug weg und auf einmal wurden wir getroffen. Passt. Also man kann nie weit genug weg sein vom Vulkan. Weil guck dir einen Sniper-Schuss da drüben. Oder vielleicht hoch. Ja. Na. Weil gestern haben wir auch gesagt, wir sind weit genug weg und auf einmal getroffen. Und da waren wir noch weiter weg wie jetzt. Na. Doch.